Ja, hier jetzt meine Rezension zu diesem Schund. Nie zweimal in denselben Fluss. Björn Höcke im Gespräch mit Sebastian Hennig. Ja, ich habe mir ziemlich viele Notizen dazu gemacht, um nichts zu vergessen. Also vorab, das Buch ist grauenhaft geschrieben. Das ist so ein Gesprächsband zwischen Höcke und Hennig. Die nehmen sich nicht viel und haben beide offensichtlich einen massiven Minderwertigkeitskomplex mit Blick auf ihre eigene Intellektualität. Das ist eine Aneinanderreihung von wilden und unpassenden Zitaten. Das reicht von Hobbes über Sartre bis hin zu Nietzsche und das hegelt die ganze Zeit quasi. Also deutlicher kann man Pseudo-Intellektualität jetzt kaum unter Beweis stellen und es macht es furchtbar, das zu lesen. Die beiden hassen Freiheit und Liberalismus, aber dazu später noch ein bisschen mehr, und verehren Bismarck und mögen Potsdam. Gut, kann man mögen, ist halt so. Ein bisschen beunruhigend sind so Aussagen über die deutsche Unbedingtheit und dass wir Deutschen ja keine halben Sachen machen würden, gepaart mit seinen Aussagen zum solidarischen Patriotismus, den er fordert. Und da hat er auch nochmal so einen Minderwertigkeitskomplex. Er inszeniert sich dabei total. Also so Dinge wie in Details beschrieben, wie er auf eine Kuh springt und auf dieser Kuh reitet regelmäßig. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, aber ich kenne nur sehr wenig Leute, die das wirklich gemacht hätten und noch viel weniger, die es regelmäßig gemacht hätten. Aber gut, es unterstreicht halt das, was er für seine Männlichkeit hält. Ich glaube, da hat er auch ein echtes Problem mit, weil wenn man dann so ein bisschen in die Frage, wie sieht er die Geschlechter, reingeht, dann merkt man dann schon, ja, also er fordert wieder eine Kultur der kriegerischen Behauptung, wo man sich so denkt, ja, aus der Geschichte könnte man das schon schwierig sehen und wieder mehr männliches Ehrbewusstsein. Und wenn man dann so die Attribute anschaut, die er als natürlich den Geschlechtern zuordnet, dann sind das sowas wie wehrhaft weise Führungsstark für den Mann und intuitiv einfühlsam und hingebungsvoll für die Frau, wo man so ein bisschen denkt, aus der Zeit gefallen, könnte das auch schon mancher in den 30er Jahren so geschrieben haben. Und da bin ich dann auch wieder beim Titel des Ganzen. Niemals zweimal in denselben Fluss. Ich muss am Ende der Lektüre, die ein halbes Jahr gedauert hat, was so grauenhaft schlecht ist, und mich echt Überwindung gekostet hat, immer mal wieder dran zu gehen, muss ich am Ende der Lektüre sagen, der Mann will in den gleichen Fluss. Der will in den Fluss, in den Deutschland zwischen 1933 und 1945 schon mal war. Und er will vielleicht mit einem besseren Boot rein, er will vielleicht irgendwo später in den Flussverlauf einsteigen, aber dieses abgewandelte Heraklit-Zitat ist halt einfach falsch. Das, was er beschreibt, ist der gleiche Fluss. Und das kann man an ein paar Punkten festmachen. Geschlechterfrage habe ich schon mal gesagt. Wenn man sein Verhältnis zur Demokratie sich anschaut, dann hat er da so etwas, dass er von anderen Parteien als den Volksverächtern spricht. Dass er sich, also nein, streng genommen muss ich sagen, das wünscht sich Hennig, aber er stimmt dann zu, dass er sich ein Fegefeuer für die Politik wünscht, dass Politikergeneration von Politikergeneration immer schlechter würde, von Realitätsverweigerern, von Schizophrenen, Psychopathen, all das sagt er. Und das ist jetzt halt kein Umgangston, wie man ihn, finde ich, mit demokratischem Respekt dort pflegen sollte. Und ein Symbol ist vielleicht die Schleifung, wörtliches Zitat, des Kanzleramts, die er dort auch fordert. Interessant auch übrigens sein Verhältnis zur innerparteilichen Demokratie in der AfD. Da sagt er, ja, heute bräuchte man diese Doppelspitze, weil man eben nicht in der Regierung sei. Wenn man in der Regierung sei, dann bräuchte man, und das zitiere ich wörtlich, eine zentrale Führungsfigur. Also einen Führer, das ist jetzt meine leichte Umschreibung. Spätestens da sollte man ins Nachdenken kommen. Er spricht dann auch, wenn er über das Volk spricht, von dieser deutschen Unbedingtheit und fordert eine Selbstveredelung des Volkes, für die man Visionen brauchte. Und Visionen
sind dann auch eher so, dass man ein Fragezeichen dahinter setzen könnte. Und auch historisch gesehen finde ich die Aussage, auch die wieder wörtlich, die Deutschen sind womöglich eines der friedfertigsten Völker der zivilisierten Welt. Also zumindest mutig, historisch gesehen so, nach den letzten 200 Jahren. Aber er fasst da Deutsch auch erstaunlich groß. Also ich halte mit meinem Geschichtswissen eigentlich die wirkliche deutsche Nation für ein relativ kurzes Gebilde. Höcke, immerhin ja auch mal Geschichtslehrer gewesen, spricht von einer Ethnogenese der Deutschen zwischen dem 8. Jahrhundert und dem 12. Jahrhundert nach Christus. Das ist schon auch historisch, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht ein bisschen mutig. Aber so merkt man an vielen Stellen, da streut er dann auch so Dinge ein, wo man immer wieder den Eindruck hat, ja, da hat er mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich geworfen, übrigens bei dem Frauenthema auch mit einer pronatalistischen Bevölkerungspolitik, wo man sagt, das ist A, nicht wirklich zeitgemäß, B, ein vollkommen ungebräuchlicher Begriff, aber C, vor allen Dingen etwas, was frei nach dem Motto, wenn ich ein Fremdwort habe, muss ich es halt auch irgendwie einbringen, damit man glaubt, ich kenne den Fremdwörter dort mit reinbringt. Das ist schon sehr merkwürdig. Mit Blick auf Deutschland ist es auch so, dass er Dinge sagt, die ich höflich gesprochen schwierig finde, wie dass man auf dem Weg zu dem, was ihm als Zukunft vorschwebt, in Kauf nehmen müsste, ein paar Volksteile zu verlieren, die eben nicht stark genug seien. Und da glaube ich eben auch, dass seine Vorbilder Bismarck und Friedrich II. Solche Aussagen, glaube ich, nur sehr begrenzt getroffen hätten. Lustig ist in dem Zusammenhang beim Historischen, dass er sich dann auf Asterix bezieht. Das ganze Buch ist voll mit irgendwelchen großen Denkern und in einer der Schlüsselszenen forderte er dann, dass man ein kleines gallisches Dorf bilden müsse und tut so, als hätte es dieses gallische Dorf von Asterix irgendwann mal wirklich gegeben. Und als wäre das nicht irgendwo mal von zwei Comiczeichnern ausgedacht worden. Das ist schon sehr, sehr eigen. Ich glaube, spannend für mich war im Zuge dessen auch sein Umgang zur Religion und zum Islam. Denn einerseits sagt er, ihm fehlt die Glaubensgewissheit, um christlich zu sein und sich selbst auch nur christlich zu nennen. Andererseits hat er dann trotzdem den Impetus über Dinge, von denen er dann offensichtlich keine Ahnung hat und die ihm auch nicht wichtig sind, gleichzeitig aber politische Forderungen abzuleiten. Also da kommt dann die Forderung, man brauche in Deutschland jetzt dringend eine erneute Reformation, um diese Amtskirchen quasi wegzuwischen, weil die versagt hätten. Wenn ich mir sage, ja, Jung, wenn du jetzt christlich bist, dann magst du manchmal geteilter Meinung sein. Ich bin mit der Kirche, der ich angehöre, auch manchmal nicht einer Meinung. Aber für jemanden, der sagt, mir ist das Christentum eigentlich nicht so wichtig, finde ich schon ganz schön anmaßend, dann eine Reformation zu fordern, als jemand, der davon gar nicht direkt betroffen ist. Und spannend auch übrigens beim Thema Islam ist, dass er da schon fast differenziert ist, nämlich einen starken Zusammenhalt mit den islamischen Ländern und eine Zusammenarbeit fordert. Man müsse aus der, Zitat, Anti-Islam-Koalition aussteigen, aber gleichzeitig in den Kampf gegen den drohenden Islamismus in Deutschland ausruft. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber außenpolitisch ist das Ganze eh leicht verworren, weil beim Bereich Globalisierung er klar den Multilateralismus ablehnt und sagt, naja, die USA, die könnten das dank Trump viel einfacher machen, weil die sind ja allein auf ihrem Kontinent. Also A, ist das schon eine schwierige Aussage, wenn man sich ganz Nord- und Südamerika anschaut, aber B, auf unserem Kontinent gäbe es ja neben Europa noch Russland und den Nahen Osten, wo man sich dann die Frage stellt, und was ist mit China? Also das ist jetzt auch auf diesem eurasischen Platte drauf. Und da kommen auch noch heftigere Aussagen. Also ja, er will Europa nicht. Also er will Europa schon, aber nicht die Europäische Union. Gut, geschenkt, lassen wir ihm das. Er ist ein Moskau-Fan. Lassen wir ihm auch das. Aber was ich dann schon heftig finde, ist, dass er sagt, wir müssen endlich wieder dahin zurückkommen, dass wir in Freund und Feind politisch denken. Auch in der Außenpolitik.
Ich bin eigentlich froh, dass wir dieses Feindschema überwunden haben. Und dann kommt so in einem Nebensatz, er sagt zwar, man soll die Selbstbestimmung nicht antasten, aber als Nachfolger für sowas wie die Europäische Union, da schwebt ihm dann ein Großräume, politische Großräume, man könnte auch sagen Großreiche vor, idealerweise sowas wie früher das Habsburger Reich. Also das ist schon sehr, sehr gefährlich, was man da hört, in Kombination damit, dass er Kolonialismus gut findet und Freund und Feind eben die Norm sein, finde ich das schon sehr schwierig. Ich hatte am Anfang aber auch gesagt, ja, er hasst Freiheit und Liberalismus. Das merkt man an mehreren Stellen im Buch. Also er spricht einmal davon wörtlich, dass der westlich dekadente Liberalismus die Degeneration des Volkes zur Bevölkerung herbeigeführt hätte. Er sagt, man muss produktiv die Freiheits- und Emanzipationskräfte bändigen, damit sie produktiv seien. Und das ist Aufgabe des Staates. An einer anderen Stelle spricht er davon, man müsse Freiheiten einhegen. Man merkt wirklich durch und durch, wie er Freiheit verachtet. Er bezeichnet sich selbst regelmäßig da in dem Buch als Antikapitalist und schwärmt zum Beispiel von Sarah Wagenknecht und fordert ein Investitionsverbot fremden Kapitals, ein Migrationsverbot raumfremder Bevölkerung, was auch immer das ist, und bezeichnet die Menschen heute als Konsumtrottel und Jobnomaden. Das ist schon teilweise ganz schön heftig. Und sagt dann, die Welt müsste postkapitalistisch werden, aber nicht wie ein Sozialismus alter Schule. Das bedeutet nichts anderes, als der ist Neosozialist. Wahrscheinlich ein Neonationalsozialist, aber zumindest ein Neosozialist, wenn man das dort sich so anschaut. Und da muss man halt sagen, das passt zwar vielleicht in sein Weltbild, aber ich glaube, gerade als Liberaler versteht man dann auch, warum die Abneigung da so hoch ist. Ja, am Ende vielleicht noch ein Satz zu den ganzen Klischees. Er hat wirklich irgendwie so den Drang dazu, und das ist auch das, was so auf der Metaebene beunruhigend ist, dass er sich selbst so als ein Buchautor darstellen will, der die großen Linien erkennt. Also wenn er dann in Erinnerung schwelgend vor dem Kamin sitzt, dann ist das schon was, auch wenn er selbst seine Grundschule in Kindergartenzeit instrumentalisiert, indem er davon spricht, dass er ja der Bandenführer im Kindergarten war, diese Kuhreiz-Szene hatte ich schon genannt, dann ist das schon schwierig und auch historisch gesehen muss es einen nachdenklich stimmen, wenn er dort in der Einordnung der Ereignisse von 33 bis 45 zwar teilweise durchaus sagt, dass er sich verbal davon distanziert, aber ein paar Sätze weiter dann wieder vom angloamerikanischen Bombenterror spricht und bei der Aussage zur katastrophalen Niederlage von 1945 man nicht so richtig sicher sagen kann, warum er diese Niederlage als katastrophal empfindet. Und wenn man wieder auf den Buchtitel zurückkommt, dann könnte das etwas damit zu tun haben, dass er vielleicht einfach mit einem anderen Boot in den gleichen Fluss wieder rein will. Am Ende hat er den tröstlichen Rat, dass, wenn das alles nicht klappt, was er sich so vorstellt, es ja noch guten Wein und die Philosophie gäbe. Ich bin jetzt geneigt zu sagen, ich packe mir eine Flasche guten Wein ein und schicke die ihm nach Erfurt. Und vielleicht auch noch den ein oder anderen liberalen Denker dazu zum Nachlesen, weil das, was hier drin steht, das ist brandgefährlich und da ist er mir tausendmal lieber, wenn er vor einem Kamin sitzt und ein Glas Wein trinkt, als wenn er irgendetwas davon. Und da sind wirklich noch mehr Sachen drin, als die, die ich jetzt hier vorgelesen habe, als wenn irgendetwas davon am Ende Realität wird.